Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Animation Showdown hier heute auf dem Kanal mit mir, dem Herrn Sofort. Und, warte einen Moment, ich muss kurz die Drücken stellen, dass ihr auch wieder alles seht im Großbildschirm. So, da ist es auch schon. Also, wir haben gerade eben ein Pack geöffnet, haben eine schöne Karte rausgezogen, beziehungsweise ich habe heute und gestern schöne Karte, ein paar schöne Karten rausgezogen. Dann soll ich auch noch mal kurz zeigen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Ja, ich habe gewöhnliche Splitter rausgezogen. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Also, ich habe auch nicht Amy rausgezogen. Nein, Alkohol auch nicht. So, also, Bob habe ich rausgezogen. Den habe ich jetzt schon mal ein bisschen abgegradet. Das konntet ihr nicht sehen, weil ich das auf dem Schulweg gerade geöffnet habe, das Pack, weil ich mir da noch ein paar Gems gefarmt habe. Und ich habe da noch, nein, ich habe keinen Boom rausgezogen. Ich habe da noch rausgezogen Nan Peggy, Peter, Peter noch nicht, ich bin, ey, Slip and Slide Bob. Die habe ich auch noch rausgezogen. Und wir springen jetzt direkt mal in ein paar Kämpfe. Das ist jetzt die Folge, wo es die Kämpfe gibt. Gerade eben ist ja die Folge quasi gekommen mit dem Unboxing und mit einem Abenteuerkampf. Und ja, wenn sich einer jetzt fragt, warum spielt der sofort jetzt hier in der im Chapter 1? Warum? Ich habe Lois Klavier noch nicht und Stewie auch nicht und deswegen spiele ich hier. Hier ist auch sehr einfach und ja. So, wir haben hier direkt mal den Chess Rehearsal, den Brian und Ring und am Start. Wir sitzen erstmal Brian. So zum Verteidigen. Ich meine, das ist ja auch quasi eine Verteidigungskarte. Ich weiß nicht, ob wir rauskommen. Nee, wir sitzen mal Ring. Ich warte auf Amy mit einer Fuse. Ne, Amy. Wir müssen jetzt Amy setzen. Mit einer guten Fee. Kriegen wir wenigstens eine Combo dazu. Bin, bin. Die Lois macht so gut wie gar keinen Damage. Aber der Kondom, Chris. Oh nein. Alter. Was ist das gerade für eine monströse Karte? Bob. Egal. Stand da nicht Schild für. Warte. Schild für alle, oder? Nein. Oh Gott. Ich mach schon wieder 11 Schaden. Das ist zu schlimm. Aber Amy, der Bob wird reißen. So. Dann haben wir gewonnen und wir hoffen jetzt einfach mal. Nein, es wurde keine Karte. Richtig, 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 richtig. Also gucken wir mal. Hier natürlich keine legendäre Karte am Start. Spielen nochmal Brian, weil wir einfach Bock drauf haben. Nein, irgendwas, keine Ahnung. Rapper. Was ich mich fragen würde, was kommt denn bei Brian mit Rapper raus? Das ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wie soll man das nennen, auf jeden Fall. Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist das. Ich habe jetzt wieder nur Epics, Mann. Das ist in letzter Zeit immer so. Ich habe zu viele Epics im Deck. Das ist irgendwie schon ein bisschen viel zu schlimm geworden. Auf jeden Fall hat er jetzt erstmal verloren. So, was können wir denn setzen? Jetzt sind die Leute. Weil wir jetzt gewonnen haben. Sagt die Friends Scene. Die haut jetzt nochmal auf den Chris und der Rapper hat das gewonnen. Sieg und was kriegen wir raus? Erstmal 225 Gold und nichts. Richtig, richtig, richtig unnötig.
Chris. Okay, wir setzen mal den Rapid nochmal. Oh Gott. Hier haben wir unsere legendäre Karte. Armstart, Slip and Slide Bob, der so gut wie unzerstörbar ist. Der macht jetzt 11 Schaden und 30 Leben hatte. Wie OP ist denn das? Das ist zu krass. Das ist zu krass. Manche Karten sind einfach viel zu OP. Aber mir ist es egal. Ich habe die Karte. Und daher. Wir fotografieren jetzt immer mal einen Screenshot hier. So. Und da würde ich sagen, der Boomhauer macht es. Und jetzt hofft mit mir, dass wir einfach ein Stewie oder ein Stevie oder ein Louis Klavier bekommen. Nein, wir bekommen einfach nichts. Pech, Strähne, Herr sofort. Das gibt's auch nicht oft. Dass der sofort mal eine Pechsträhne hat, das ist eigentlich ja unnormal. Wirklich unnormal. Ich weiß nicht, ob ich sie schlagen oder beißen würde. Ich würde sagen beißen. Der Eagles Verteidigung. Ja, das ist jetzt wieder eine schwierige Frage. Was nimmt man da? Ich glaube, ich nehme hier mal. Boah, es ist schwierig. Der Box und Schuhe. Okay, wir nehmen einfach mal das. Rogers Laden, den spiele ich sowas von überhaupt nicht. Ich habe den noch nie gespielt, diesen Rogers Laden. Ich weiß nicht mal, wie der abgeht. Ob der überhaupt abgeht, keine Ahnung. Da kommt Futurama aus Sölden. Nein, Spaß. Professor Farnsworth, der von Futurama ist. Futurama, Lama, Lama. Alarmmobil quasi. Mobilen Dollar. Mobilen Dollar. Millionen Dollar. Bierdose. Ganz toll. 20 Mäuse. 20 Mäuse. Boah. Ohohoho. Kurier Seitenäpfchen. Ich habe die Karte noch nie gespielt. Ich habe es jetzt zum ersten Mal ausgespielt. Aber wir haben auch schon gewonnen. Ich würde sagen, wir öffnen ein Pack. Eine Werbekiste! Wow! Die gucken wir uns natürlich nicht an. Zack. So. Ja, für mich jetzt ein Pack! Und was ist drin in der Legendary Card? Seltene Wackstaff. Schule. Total unnötig. Daraus habe ich übrigens hier. Ich habe mir diese paar Gems hier gegönnt, also ohne Geld auszugeben, und habe mir dann den Slip and Slide Bob gegönnt, was ich euch empfehlen würde. Guckt Werbung an. Dann kriegt ihr hier mit mehr Chance eine Legendary. Ich habe jetzt ohne Werbung gucken eine Legendary bekommen. Ich habe das aus Versehen vergessen, habe mich dann auch total geärgert erstmal, als das Pack geöffnet wurde. Und habe dann gesehen, Legendary? What? What? Ja, und habe einfach keine Werbung geguckt. Das war einfach, ja,
bisschen krass. Guckt euch schon mal das Pack Opening vom Herrn gleich an. Das ist zwar noch nicht online, aber wenn es online kommt, guckt euch es auf jeden Fall mal an. Er öffnet genauso ein Pack wie ich. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es war. Hat mir der gleich mal gesagt, habe ich natürlich wieder vergessen. Oh ne, das ist eine Box schon da. Okay, Boomhauer Bill für. Was? Okay. Boomhauer. Wahrscheinlich um irgendwas zu zeigen oder so. Hermes. Geil. Hermes. Toll, oh, will ich nicht haben. Ich würde sagen, ein Bill, weil der wird immer. Immer und 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 immer. Peggy! Nein! Peggy hat er am Start! Oh Gott! Aber ich hab dagegen die Amy. Ja. Das sind die Amy. Ja, okay, das sieht gut. So weitermachen würde schon wieder gewonnen haben, und danach können wir wieder ein kleines Pack-Opening starten. Keine Ahnung, wie man das nennt. Bob. Bob, der böse Bob hier. Anal entstellt, kommt glaube ich durch Bob und Boomhauer. Bob und Dressrier soll. Er hat die Furtschule für Hochbegabte, als ob. Als ob. Als ob er einfach die Furtschule für Hochbegabte hätte. Als ob! Aber jetzt ist vorbei, weil der Truthahn, der macht. Der Truthahn Handabdruck wünsche ich euch auch empfehlen. Der ist sehr, sehr stark. Wird durch Bill und in der epischen Karte gemacht. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ich habe es gerade eben gemacht. Ah ja, Dress Rehearsal. Dress Rehearsal. Durch den Dress Rehearsal und den Bill, wenn ihr die beiden Karten schon habt. Gucci. Gucci Copy. Oh, Gucci Copy, ernsthaft. Kriegst du überhaupt irgendwann eine Fähigkeit? Ne? Wow. Wow. Beim letzten kriegt's ein Faustschlag. Wow. Ach du meine Güte, ist das gut. Boah, ist das gut. Ich kann Bob mit eh noch nichts kombinieren. Ich habe meine legendären Karten drin habe. Ich mach grad so legendäre Karten. Slip and Slide Bob, jetzt ist vorbei, Kollegen. Setzen wir Slip and Slide Bob. Ey, wenn wir mal zwei Legendaries aufs Feld bekommen. Wenn wir mal zwei Legendaries aufs Feld bekommen, dann schaffen wir 25 Likes. Oder 20 Likes. 20 Likes und 30 Aufrufe. Ungefähr. Das schaffen wir dann, hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Bin ich sicher, aber wenn wir zwei Legendaries irgendwie aufs Feld bekommen, weil das ist ja schon selten, dass man zwei Legendaries aufs Feld bekommt, dann gibt dem Video einen Daumen nach oben da und ja, wir spielen erstmal den Bill aus, während er jetzt verloren ist. Slide Bob, der macht noch das. Und Brian macht zum Schluss den Hit auf ihn und er ist down. Wir kriegen nochmal 46 Gold. Spiele 3 Arena kämpfen, dann können wir wieder ein Pack Opening machen. So. Also. So, Gems kann ich mir jetzt nicht mehr viele holen. Ich glaube noch so um die 100 vielleicht. Ungefähr 100. Und wir können gerade noch mal gucken, weil die Folge ist auch gleich vorbei. Wir machen noch 5 Minuten. Dann ist fertig. So, 7 Stunden.
7 Stunden 10 Minuten für 314 Gems. Das wäre heute. Warte. Das wäre heute Abend ungefähr gegen 20 Uhr. 21.07 Uhr. Ungefähr. Ungefähr. So. So, dann gucken wir nochmal in die Arena. In die Arena. In die Arena. Oder wir machen mal fürs Video. Dazu am Rande. Ich hab noch so eine Werbekiste. Wow. Wir machen hier nochmal. Wir nehmen hier nochmal so ein Energieauffüllungs-Abenteuer-Dingenskirchen. Und spielen jetzt nochmal zweimal hier. In dieser Insel. Keine Ahnung. Auf der Insel. Nun. Nein! Ich hab die noch gar nicht aufgewertet. Fail. Totaler Fail. Ich muss erstmal wieder ein paar Karten recyceln, dass ich die richtig aufbekomme. Machen wir in der Folge noch. Geht gar nicht. Jetzt habe ich einen Unpeggy vorne und dann. Und jetzt hat er den Kondom-Chris am Start. Und ich habe drei Eggs am Start. Kann mal so ein bisschen direkt. Mann. Oh, es läuft gar nicht gut. Also es läuft schon gut, aber es ist halt jetzt ein bisschen blöd. Und wir haben den Peter am Start. Nein, das geht gar nicht mehr. Der ist eh schon verloren. Zwei Legendaries, soweit ich aufs Feld bekommen, geht aber gar nicht mehr. Hä? Man hat Spuren? Werbekiste! Wow, ich hab jetzt schon die. Ich habe jetzt schon die zweite Werbekiste am Start. Okay. 5 mal Gold. Nein, die öffnen wir nicht. Die öffnen wir dann. Aber nicht in dieser Folge. Das mache ich offscreen. Ja. Wir schaffen es. Wir schaffen es doch, diese Folge 2 legendären Karten aufs Feld bekommen. Einmal. Zweimal. OMG. Jetzt machen wir aus der einen Legendary eine monströse Combo. Jetzt geht es ab. Massiv goldener Smoking. Der ist krass. Boah. Oh. Der ist so. Ey, die Legendary sind so OP, die sind so overpowered, ne? Die sind. Boah. Nan, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, ach komm, das gibt's doch nicht. Und. Jetzt. Was dagegen meine Nan Peggy zu verteidigen, aber das klappt auch nicht mehr, weil mein Slip and Slice Slide Bob holt es nicht. Richtig geil. Ja, toll. Ein Leben. Ein Leben. Ein Leben. Rambo Lois. Ja, wow. Toll. Er hat die Rambo Lois am Start, während ich meinen massiv goldenen Smoking am Start habe. Wow.